Artikelnummer SCP-3029, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Aufgrund der Größe und Entfernung von SCP-3029 ist eine vollständige Eindämmung oder Verwahrung nicht möglich. Einige Aspekte von SCP-3029 sind bereits in der Öffentlichkeit bekannt, weswegen eine Unterdrückung der Informationen durch Amnestetika oder Bearbeitung wissenschaftlicher Daten ungeeignet erscheint. Solche Verfahren können jedoch eingesetzt werden, um Astronomen davon zu überzeugen, dass das beobachtete Verdunklungsverhalten das Ergebnis von Staubwolken oder Kometen ist, die das Sternenlicht regelmäßig abschwächen. Beschreibung: Bei SCP-3029 handelt es sich um die Ursache für ein Phänomen, welches KIC-8462952 betrifft, einen F-Klasse-Hauptreihenstern im Sternbild Schwan, der 1280 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dieses Phänomen besteht in der periodischen Verdunklung des Sterns. Zunächst wurde angenommen, dass dies auf den Transit eines Exoplaneten zurückzuführen ist, jedoch schloss die Unregelmäßigkeit dieser Verdunklung diese Möglichkeit schnell aus. Es konnte nachgewiesen werden, dass es sich bei SCP-3029 um eine Anordnung großer Objekte mit reflektierender Oberfläche handelt, welche zusammen eine Dyson-Sphäre bilden und in einer mittleren Entfernung von astronomischen Einheiten um den Stern kreisen. Es wird momentan angenommen, dass es sich bei diesen Objekten um Solarkollektoren handelt. Sie verdecken bisweilen mehr als 20% des Sternenlichts. Zusätzlich scheint es, dass sich das Sternensystem mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 0,1 c, 10% der Lichtgeschwindigkeit, von der Erde wegbewegt. Die Ursache für diese Bewegung findet sich in einem großen gekrümmten Reflektor mit einem Durchmesser von etwa 2 astronomischen Einheiten, der senkrecht zur galaktischen Ebene ausgerichtet ist. Es handelt sich dabei um ein Objekt, welches in der Science-Fiction-Literatur häufig als Skardov-Triebwerk bezeichnet wird. Dieser Reflektor ist so ausgerichtet, dass nur die abgedunkelte Seite von der Erde aus sichtbar ist, aber zu keinem Zeitpunkt KIC-8462852 verdeckt wird. Darüber hinaus ist er so positioniert, dass der Photonendruck gleich seiner Anziehungskraft auf den Mutterstern ist und sämtliches Licht und alle emittierten Partikel in die entgegengesetzte Richtung gelenkt werden. Diese gerichtete Emission erzeugt einen kleinen prograden Schub, der zu einer spürbaren Beschleunigung des gesamten Systems führt, welche schließlich zur Flucht aus der Gravitationssenke der Milchstraße führen wird. Nimmt man an, dass die aktuelle Geschwindigkeit mittels konstanter Beschleunigung erreicht wurde, dann muss dieses Triebwerk bereits seit einem Jahrhundert in Betrieb sein. Derzeit sind keine Informationen über die Erschaffer dieser Megastrukturen oder ihre Motivation für die Durchführung eines Projektes dieser Größenordnung bekannt. SCP-3029, Revision, 4. November 2019. Artikelnummer SCP-3029, Objektklasse, neutralisiert. Sonderverwahrungsverfahren. Aufgrund der Ereignisse während der Peregrin-14-Mission sind weder SCP-3029 noch sein Heimatstern mit allen der Foundation zur Verfügung stehenden Mitteln auffindbar. Diese Information muss der Zivilgesellschaft durch den Einsatz von Amnestetika sowie durch die manuelle Nachbearbeitung der von den relevanten Weltraumteleskopen erzeugten Daten vorenthalten werden. Die ursprünglichen anormalen Beobachtungen von SCP-3029 sollen perfekt reproduziert werden, um keinen Verdacht unter der zivilen Bevölkerung zu erwecken. Beschreibung: Unverändert gegenüber dem Originaldokument. Nachtrag 01, die Peregrin 14 Mission. Am 30. Mai 2019 fiel im O5-Gremium mit 8:5 Stimmen die Entscheidung, eine Erkundungsmission zu SCP-3029 zu entsenden, um mehr über die Anomalie zu erfahren, da das Potenzial für eine zivile Entdeckung der anormalen Eigenschaften zu groß geworden war, um es zu ignorieren. Die Reise von fast 1300 Lichtjahren sollte mit Hilfe eines temporalen Senkenantriebs unternommen werden, welcher bereits 8 Jahre zuvor bei der Peregrin 9 Mission zur SCP-3200 Verwendung gefunden hatte. Für weitere Informationen über das Design und die Funktion der Xyank-Anastasakos konstanten temporalen Senken kontaktieren Sie bitte Dr. Thaddeus Xyank oder ein anderes Mitglied der Abteilung für temporale Anomalien der Foundation. Peregrin 14 – Expeditionsdetails. Ziel: Sammlung von Daten über SCP-3029 und seine Erschaffer. Wenn möglich, Entwicklung eines wirksamen Verwahrungs- oder Eindämmungsverfahren. Besatzungsmitglieder: Denise Perez, Missionsleiterin, Forscher Jonathan Daniels, Schiffsingenieur und Forscher Eric Kim, Eindämmungsspezialist. Details zum Flug: Die Mission findet im Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 22. Oktober 2019 statt.
Die Flugzeit unter Einsatz temporaler Senken wird etwa 2 Wochen der gesamten terrestrischen Missionszeit einnehmen, mit einer einfachen Flugzeit von 7 Tagen, während welcher die Besatzung kryogen eingefroren wird. Diese vergleichsweise verlängerte Flugzeit soll vor allem den erheblichen Unterschied der Relativgeschwindigkeiten zwischen Erde und SCP-3029 überbrücken. Nachtrag 02. Peregrin 14, Audio- und Textaufzeichnung. Erddatum 8. Oktober 2019. Okay, es läuft. Bodenkontrolle. Wow. 1300 Lichtjahre später. Temporale Senken sind verdammt cool. Klappe, Daniels. Wie auch immer. Wir sind alle gut aus dem Kryoschlaf aufgewacht. Das Skip ist in Sichtweite vor uns. Naja, wir wussten ja, dass es groß ist, aber es gibt einen Unterschied zwischen es auf einer intellektuellen Ebene zu wissen und auf eine Solaranlage zu blicken, die größer als die Erdumlaufbahn ist. Ich muss zugeben, das ist ziemlich beeindruckend. Ich nehme an, dass ich mir irgendwie eine Form von Eindämmung für das Monster überlegen soll? Wow, wir haben erst einmal größere Probleme. Ich habe mir gerade mal die Schiffsdiagnostik angeschaut und alles ist aus. Ich habe nur Zugang zu diesem Mikrofon, lebenserhaltenden und Kommunikationssystem. Alles andere ist offline. Scheiße, echt? Wir sind gerade mal 30 Sekunden wach und alles geht verdammt nochmal kaputt? Das heißt, der Reaktor ist auch offline. Das Ding läuft also gerade auf Notstromversorgung. Perez, mach das aus, ich muss herausfinden, was hier los ist. In Ordnung. Peregrin 14 meldet sich fürs Erste ab. Es sei angemerkt, dass ohne einen funktionierenden Reaktor die Notfallbatterien des Raumschiffs die lebenserhaltenden Systeme für mindestens 4 Wochen mit Strom versorgen sollten. Erddatum 18. Oktober 2019. Hallo Bodenkontrolle. Unter der Annahme, dass ihr das hier irgendwann mal hört, wir treiben immer noch tot durchs All. Aber wir glauben, wir wissen warum. Das Ding scheint uns irgendwie zu stören. Ja, wir wissen nicht, ob es sich dabei einfach um eine Eigenschaft dieser Anomalie handelt oder ob die Erschaffer bewusst mit uns spielen. Aber wir gehen erstmals nirgendwo hin in nächster Zeit. Das ist echt verdammt seltsam. Nichts funktioniert, aber ich weiß nicht warum. Nichts ist wirklich bestätigt, es ist nur einfach aus. Es hat einfach alles gestoppt. Irgendein Feld oder Signal oder was auch immer hat alles einfach ausgeschaltet. Kann ich helfen? Vielleicht können wir es irgendwie blockieren. Da arbeite ich gerade, aber es ist nicht so, dass ich gerade einen Haufen Telekill dabei. Du willst das nicht benutzen. Also nein, wirklich nicht. Oh, entschuldige, das war mir nicht klar. Ich bin halt kein Eindämmungsspezialist, der nicht gebacken bekommen hat, etwas Sinnvolles zu einer Anomalie von der Größe eines verfickten Sternensystems mitzubringen. Klappe, Jungs. Wir sind hier zum Arbeiten, nicht zum Streiten. Bodenkontrolle Peregrin 14 meldet sich ab. Wir müssen Energie sparen, solange bis wir das Problem hier tatsächlich gelöst bekommen. Persönliches Logbuch Jonathan Daniels. Datum 19. Oktober 2019. Antriebe in Ordnung. RCS in Ordnung. Sensoren in Ordnung. Kryo in Ordnung. T-Senken in Ordnung. Wir haben nochmal alles gecheckt. Es sollte alles funktionieren. Es tut es einfach nur nicht. Alles ist irgendwie verreckt. Es gab noch ein paar andere merkwürdige Sachen, die ich in den Aufzeichnungen erwähnt habe. Wir sind nicht aus dem Kryoschlaf aufgewacht, weil der Computer ihn abgeschaltet hat. 3029 hat ihn abgeschaltet. Das gleiche Spiel beim Antrieb. Der Gegenschub ist nie aktiviert worden. Wir haben einfach irgendwie gestoppt. Oh, bei den temporalen Senken lief es im Übrigen genauso. Das kann nichts Gutes heißen. Das Schiff hier war mindestens für die letzten 300 Lichtjahre unter Kontrolle des Skips. Übrigens, wir sind ja nicht einmal in einem gescheiten Orbit um den Stern. Wir stehen. Irgendetwas hält uns an Ort und Stelle. Nicht die leiseste Idee, was. Außerdem, warum haben die ein Skardorff-Triebwerk gebaut? Warum hat es jemand für nötig, mich von einem ganzen Sternensystem zu versetzen? Versuchen die irgendwo Bestimmtes hinzukommen, oder wollen die einfach nur weg? Ich möchte nur anmerken, dass ich nicht annähernd gut genug bezahlt werde für diese ganze Scheiße, ja? Und noch eine Sache. Ich habe vorhin aus einem der Fenster geschaut und konnte sehen, wie ein neuer Solarkollektor gebaut wurde. Er ist einfach irgendwie aufgetaucht, in einem gelben Lichtblitz. Keine Ahnung, wo der herkam oder wie. Er war einfach da. Dieser Ort macht mich langsam ganz kirr und nein, es ist keine Hilfe, dass das Schiff nur tot hier draußen umtreibt. Zumindest habe ich einen Plan, wie wir letzteres Problem lösen können. Ich muss später Peres davon erzählen.
Erddatum, 20. Oktober 2019. Wir haben vielleicht eine Lösung. Es ist nur eine Vermutung, aber es ist etwas. Wir vermuten, dass wir bewusst blockiert werden. Wir wollen sehen, ob wir dem Skip eine Art Signal schicken können, um zu verhandeln. Oder so. Ehrlich gesagt, ist es kein besonders guter Plan. Ich habe die Kommunikationssysteme eingestellt. Wir können auf so ziemlich allen Radiofrequenzen eine Nachricht rausschicken, sobald ihr bereit seid. Moment. Wissen wir eigentlich schon, was wir sagen wollen? Irgendwas Simples. Vielleicht eine Reihe von Primzahlen. Zeigt ihnen, dass wir intelligent sind und so. Das ist ein guter Anfang. Fang an. Start Übertragung. Alle 3 Sekunden spuckt es eine weitere Zahl aus. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Wie lange wollen wir das jetzt laufen? 19. Bis wir eine Antwort erhalten. 23, 29. 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Das könnte etwas dauern. Ich schalte das Mikro ab, bis es wieder etwas zu berichten gibt. 67, 71, 73, 79. 83, 89, 97. Fehler. Kommunikationssysteme abgeschaltet. Erddatum, 20. Oktober 2019. Bodenkontrolle, hier spricht Peregrine 14. Wir haben Neuigkeiten. Mit Stand von vor, was, 30 Sekunden etwa. Ja, erster Hinweis war, dass unsere Kommunikationssysteme ausgefallen sind. Irgendwas hat unser kleines Zahlenprojekt unterbrochen. Wenn man sich die Umstände mal ansieht, sollte auch ziemlich klar sein, was das war. Ein paar Stunden später schoss das ganze System einfach davon. Der Stern, das Skip, alles weg. Leider waren unsere Kameras offline, seit wir das System betreten haben. Wir könnten euch also nichts Nützliches liefern. Boah, da liegst du vielleicht falsch. Unsere gesamte Hardware ist vor 5 Sekunden wieder hochgefahren. Sag was? Was sagen die Sensoren? Irgendwas? Das Schwerefeld ist noch da. Hat wohl noch nicht zu uns aufgeschlossen. Lichtgeschwindigkeitsverzögerung. Gib ihnen ein paar Minuten. Vielleicht können wir dann herausfinden, was passiert ist. Wow, das ist seltsam. Ich lese gerade die Messdaten eines Gravitationsfeldes aus der Richtung, in die 3029 geflogen ist, das für 1 Sekunde da war. Es scheint, als ob sie das ganze System mittels temporaler Senken herausbewegt haben. Können die das einfach machen? Ich vermute mal ja, basierend darauf, dass die das gerade gemacht haben. Ich wette, die haben uns die ganze Zeit, die wir hier waren, untersucht. Glaubt ihr, die haben die Technologie von uns geklaut? Warum sollte man ein Segeltriebwerk-Dingens bauen, wenn man Tempo senken kann? Ich weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Ich schätze, es ist nicht mehr viel übrig, was wir untersuchen könnten hier. Wir sollten die Rollläden runterlassen und uns auf den Weg zurück zur Erde machen. Wir sind schon fast eine Woche zu spät. Bodenkontrolle Peregrine 14 meldet sich ab. Wir kommen zurück. Nachtrag 03. SCP-3029 lebt wohl Übertragung. Nach der Rückkehr der Peregrine 14 Crew zur Erde wurde eine Übertragung in der Schiffsdatenbank entdeckt, welche von einer unbekannten Quelle erhalten wurde. Danke für eure Hilfe. Wir waren nie in der Lage, Überlichtgeschwindigkeitsantriebe zu entwickeln und haben daher das große Segel verwendet, um der Verheerung zu entkommen. Alle anderen sind bereits entkommen. Niemand von ihnen war bereit, uns zu helfen. Lebt wohl. Auf das unsere Arten sich eines Tages wieder treffen. Es wird angenommen, dass die Erschaffer von SCP-3029 die englische Sprache sowie die Technologie der temporalen Senken mithilfe der Daten im Peregrine 14 Raumschiff Reverse engineert haben. Die Identität der Verheerung, welche in dieser Mitteilung referenziert wird, ist derzeit unbekannt.